herzlich willkommen zu einem leichteren Leben an diesem schönen Dienstag. Ich freue mich ja immer, wenn Sie bei uns vorbeischauen. Und Sie können sich heute mal wieder freuen, denn heute gibt es Kunst, die man aber auch essen kann. Denn die Keks-Queen Heike Jederlein ist zu uns gekommen und sie wird uns heute mal erklären, wie Kunst und Keks zusammenpasst. Aber ja, nicht nur das haben wir für Sie, sondern wir haben ebenfalls was Kulinarisches. Sabine Salmann ist mal wieder bei uns und Sie wissen ja, wenn Sabine da ist, dann wird mal wieder in den Kochtopf geguckt. Dieses Mal geht es aber eher kalt zu, denn dieses Mal bleibt die Küche kalt. Wir gehen ins Leichter Lebensstudio mit Sabine Salmann und es gibt heute einen Rohkostsalat und es geht noch um ein anderes schönes Thema, nämlich um das Thema Liebe und deswegen ist Gabriele Iasetta bei uns am Start. Die hat nämlich heute wieder wunderbare Schmuckstücke, die Ihnen zu einem neuen Liebesglück verhelfen können. Also freuen Sie sich auf die nächste Stunde und vor allem Sie können sich natürlich wie immer freuen, denn Helga Rauchschindel, die sitzt im Studio nebenan und die können Sie jetzt eine Stunde lang erreichen und das Ganze wie immer kostenlos. Das bedeutet, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie vielleicht wissen wollen, wie es in der Liebe weitergeht, dann rufen Sie doch einfach mal bei der Helga durch. Denn einen guten Ratschlag, den können Sie heute bekommen und das Ganze umsonst. Ja, ein herzliches Hallo. Ich bin heute wieder im Hintergrund für Sie ganz persönlich anonym da mit all meiner Fähigkeit, mit all meiner Liebe für meine Arbeit, mit meiner Empathie, meinem Hell einer Hellsicht und dem Einspüren in ihre Themen. Ich freue mich sehr, wenn ich Ihnen ein bisschen auf dem Weg weiterhelfen kann in ein leichteres, schönes, ein wunderschönes Leben. Ich gebe gern zurück ans Leichter Lebensstudio. Heike Jederlein ist zu Gast. Nenne ich dich jetzt Keks-Queen oder Künstlerin? Beides eigentlich. Beides. Also ich bin Künstlerin, aber auch Keks-Queen ab und zu mal. Aber hauptsächlich bin ich eigentlich Künstlerin. Und die Keks-Queen ist eine Kunstfigur, die ich verkörpere. Eine norddeutsche Kunstfigur. Aber ich glaube, das hat nichts mit Norden, Süden, Osten oder Westen zu tun, oder? Nein, das hat es absolut nicht. Nein, ich bin ja schon länger in Berlin. Und ich bin im Norden geboren worden, aber deswegen hat das irgendwie nichts mit der Keks-Queen zu tun. Die künstlerische Ader, wann hast du die entdeckt? Also, dass du gesagt hast, das ist einfach meine Berufsrichtung, in die ich mich entwickeln möchte. Naja, es ist eigentlich schon immer da gewesen. Auch schon als Kind habe ich viel gebastelt und gewerkelt. In der Familie war das eigentlich schon gang und gäbe, dass man da viel selbst gemacht hat und kreativ war. Wir hatten als Kinder ein Bastelzimmer, kann man fast sagen, dass wir da viel uns ausgedacht haben, auch mit meinen Geschwistern. Und dann hat sich das entwickelt. Ein Paradies sozusagen. Ich glaube, ja, früher doch, wurde das auch mehr gebastelt. Ne? Also früher, glaube ich, gab es in vielen Familien irgendwie den Keller oder sonst irgendwas, wo man sich wirklich auch mal zurückgezogen hat. Ich glaube, das wird heutzutage ein bisschen vernachlässigt. Weiß ich nicht. Also es gibt ja auch viele Eltern, die darauf Wert legen. Also meine Eltern waren eigentlich auch so, dass sie vieles improvisiert haben und auch selbst gemacht haben. Meine Mutter hat genäht. Wir haben viel gestrickt zu Hause auch. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, natürlich auch, wie man es an die Kinder dann weitervererbt oder so. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir alle mit Tablets und Handys und so schon am Basteln sind, basteln wir wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich kreativ mit unseren Fingern. Aber bei dir geht es wirklich um die Kreativität. Und so bist du eigentlich irgendwie zu Kunst gekommen. Das Interesse war da. Was waren so deine Kunst, wie sieht deine Kunstrichtung aus? Was hast du am Anfang so gemacht? Ach, alles. Alles von naiver Malerei bis abstrakt, kann man eigentlich sagen. Und dann nachher in der Kunstschule muss man sich ja entscheiden, welche Richtung man ungefähr gehen will, obwohl man auch experimentieren kann und soll auch. Aber man muss ja doch gucken, was will ich eigentlich aussagen oder was sind meine Stilmittel, mit denen ich was aussagen möchte. Du hast dann irgendwann angefangen zu kneten, aber mit einem ganz bestimmten Material zu kneten. Ne? Ja, das ist eigentlich auch schon in der Kindheit so gewesen, dass wir viel mit diesen Sachen experimentiert haben. Und dann habe ich es irgendwann wieder rausgeholt. Denke ich, Mensch, mit dem Material kannst du doch eigentlich auch mal was anfangen. Und man kennt ja diese Sachen, Namensschilder oder so ein bisschen biederen Sachen, sag ich mal. Das Material ist Salzteig. Also Salzteig, das haben wir ja genau. Und mich reizte das einfach daraus, mal was anderes zu kreieren. Und dann fing ich an, damit zu experimentieren. Und dann hast du ja erstmal so Skulpturen gemacht. Also das kann man ja jetzt hier wirklich ganz schön sehen. Also die auch schön gerahmt. Hat natürlich so einen 3D-Effekt. Sieht toll aus. Bemalt auch noch. Was sind das für Objekte? Also ist das schon eine Keksform gewesen? Oder hast du da wirklich eher so Blumen, solche Dinge danach empfunden?
Ja, das ist, kann man auch vorher nicht sagen, wie das letztendlich aussieht. Das entsteht dann auch, während ich arbeite. Das ist keine vorgefertigte Form. Also jede Form sieht individuell und anders aus. Das ist auch so mein Streben in der Arbeit, dass ich immer wieder was Neues entdecke und dass ich daraus dann auch wieder was mache. Dann, ne? Also das ist auch der Reiz daran. Und ja, dann entstehen immer wieder neue seriell. Die arbeite ich auch in Serien. Also da sind bestimmt schon 100 Stück entstanden, die ich dann immer wieder mache. Und der Reiz ist wirklich daran, dass ich sage, heute mache ich mal wieder eine Form, mal sehen, was daraus wieder wird. Ne? Salzteig, der natürlich auch in den Ofen kommt. Nee, das wird an der Luft getrocknet. Ach, das wird an der Luft getrocknet. Gar nicht okay. Ich dachte, vielleicht käme dann irgendwann der Bezug zum Ofen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich nicht nur Salzteig, also sondern ich will es vielleicht auch verspeisen. Wobei es natürlich auch fast schade ist, denn die Kunstwerke wären zu schade, um sie das zu verspeisen. Genau, ja. Das ist auch der Gedanke dabei. Ne? Das ist halt wirklich schon Augenschmaus. Also da kannst du mit den Augen genießen, aber jetzt nicht zum Essen. Aber darauf kommen wir ja auch noch später, dass ich noch was zum Verspeisen gemacht habe. Dann. Wie lange brauchst du für so ein Kunstwerk jetzt zum Beispiel, wie wir es jetzt hier so sehen können? Diese hier? Auch ist ganz unterschiedlich. Manche gehen ganz schnell, die sind dann einfach fertig, wo ich sage, das passt. Bei anderen muss ich noch mal übermalen oder sage, nee, hier muss noch was hin. Oder ich lasse die erstmal beiseite und lasse die erstmal wirken und denke noch mal drüber nach. Und das entwickelt sich dann. Also man kann sagen, von, was weiß ich, 4 Stunden bis 10 Stunden. Hier haben wir natürlich dann, hoppla, da war doch gerade irgendwie was. Heute haben wir, hier kann man aber wirklich sagen, es ist die langlebige Kunst. Der Salzteig, der einfach dann wirklich auch als Kunstwerk, als Zirde dann dasteht. Dann hast du dich aber irgendwann entschieden, okay, künstlerisch kann ich ja vielleicht noch mit meinen Händen was anderes kreieren. Mhm. Allerdings ist das keine langanhaltende Kunst, sollte es zumindest nicht sein. Ja, die kann man halt vernaschen. Ich möchte aber auch, dass ein bisschen die Form mit den Betrachter oder Genießer spricht. Deswegen mache ich ja diese Kunstkekse, dass die auch einen weiteren Inhalt haben, als dass man sie nur verspeist und verkostet. Es ist der Berliner süße Schätzchenkoffer, den wir gerade im Bild sehen. Das bedeutet, das ist eine sehr, sehr schöne Geschenkidee. Vor allem wahrscheinlich auch für die Menschen, die vielleicht eine kleine Erinnerung an Berlin mit nach Hause nehmen wollen und dann vielleicht noch ein bisschen was in süßen Erinnerungen dann quasi schwelgen wollen, oder? Ja, und vor allen Dingen, man kann ja auch das noch nachvollziehen, was die Formen genau bedeuten. Die sind im Koffer drin. Sind die nochmal erklärt? Ich weiß nicht, ob man da jetzt rankommt. Ich habe den zugeklebt, aber das kann man hier auch nochmal lesen. Die haben ja alle einen Namen und ich kann die auch hier nochmal zeigen, sonst live. Ich kann es nicht mehr lesen. Das ist sehr klein ausgefallen. Alterssicht. Aber das sind halt 8 Formen, die ich entwickelt habe und auch die Ausstechform kreiert habe, gestaltet habe, selbst hergestellt habe. Ah, okay. Das ist natürlich dann auch wirklich wieder dieses Künstlerische, das in dir im Blut liegt. Das heißt, natürlich kann jeder zu Hause sich eine Form kaufen und wir backen alle zu Weihnachten oder so. Aber hier hat man natürlich auch wirklich ein richtiges Kunstwerk, denn du hast es selber kreiert dann. Ne? Und ich stelle das eben in Beziehung zu einer Geschichte oder zu einem Anlass, der dann auch zu dem Keks passt. Ne? Also das hat immer so eine Wirkung zusammen. Das ist immer eine ganze Geschichte, die damit erzählt wird. Und das ist ja in dem Koffer besonders zu sehen auch. Ne? Das ist halt die Berliner Geschichte, die da drin zu sehen ist. Ich habe noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Hildegard Knef und der Koffer in Berlin, das ist auch wirklich so ein Motto von dir. Ne? Ja. Also den alten Hilde-Song, den hast du auch als ein klein wenig Schlagwort hergenommen. Das lag dann nahe, dass man dann immer mehr Berliner Geschichten erfunden hat, anhand dieser Form, dass man das auch sehen kann dann. Und dann kamen auch diese anderen Geschichten mit den Koffern. In Flensburg hättest du vielleicht Flaschen herstellen können, oder? Bierflaschen. Das gute Flensburger oder sonst irgendetwas. Hier haben wir das Berliner Schätzchen. Das heißt, diese Formen, die du kreiert hast, die sind natürlich dann bei dir zu Hause und du stichst sie dann dementsprechend natürlich nur aus, ne? Oder kann man die Formen bekommen? Die kann man ja auch bestellen, die Kekskoffer, in größeren Stückzahlen. Also die kann man schon seriell herstellen. Das ist jetzt nicht so wie diese Kunstwerke, dass das einzelne Objekte sind, aber die Sachen, die kannst du dann ja auch
mal verschenken und ich kann die auch reproduzieren sozusagen. Ne? Der Berliner Gute-Laune-Koffer, kann man schon sagen. Hier hast du natürlich noch ein paar andere Dinge mitgebracht, da werden wir gleich noch mal genauer drauf zu sprechen kommen. Sehr individuelle Geschenke zum Beispiel. Ja, das mache ich und auch. Und was das hier ist, darüber müssen wir uns auch noch unterhalten. Diese lustigen Gesellen, welche Bedeutung die haben und wie du auf die gekommen bist, auch das werden wir uns gleich noch anhören. Jetzt können Sie sich erstmal freuen, denn Sie wissen ja, unser Partner Questico, der lässt Sie nie allein. Da gibt es immer ein offenes Ohr für Sie von vielen wunderbaren Beratern und ein paar, die lernen Sie auch heute wieder kennen. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung, ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. In meinen Beratungen geht es darum, in die Tiefe zu tauchen, nicht an der Oberfläche zu bleiben. Positive Veränderungen sind möglich. Es geht darum, zu erkennen, welche Programme, Muster, Glaubenssätze Ihr Leben unbewusst beeinflussen und diese dann zu verändern. Mit meiner intuitiven Empathie, der Aura-Harmonisierung und der Energiearbeit ist dies wunderbar machbar. Sind Sie bereit für eine Veränderung? Ich freue mich auf Sie und darauf, mit Ihnen gemeinsam diesen Weg zu gehen. In der Regie wurde gerade gewettet, ob ich diesen Talk mit Sabine Salmann, wenn es ums Essen geht, absolvieren kann, ohne einmal das Wort Dschungelcamp in den Mund zu nehmen. Ich habe schon verloren. Aber das macht mit Sabine auch heute oder dieses Mal gar keinen Spaß, denn du hast nicht eine Folge Dschungelcamp gesehen. Ich habe nicht eine Folge. Ich wollte immer und dann bin ich immer wieder davon abgekommen. Aber was du mir da so sagst, also so großartig... Habe ich was verpasst? Ja, natürlich. Man verpasst jedes Mal was. Und ich frage mich, was macht man denn dann um 21:45 jeden Abend, wenn man nicht mal eine Folge Dschungelcamp gesehen hat? Auch manchmal beraten. Also ich bin oftmals auch spät noch am Telefon. Okay, dann ist das in Ordnung, weil du sollst ja auch... Das ist legitim. Du sollst anderen Menschen natürlich auch beistehen. Dann habe ich größtes Verständnis dafür. Es geht heute wieder um eine wunderbare Inspiration, die Sabine mitgebracht hat. Und da geht es auch wieder sehr kulinarisch zu. Wir könnten noch ein klein wenig diskutieren, denn jetzt beginnt ja erst die Inspiration der Woche und der Talk. Genau. Mein Mund ist geschlossen. Sabine, schön, dass du bei uns bist und vor allem, ich weiß, dass du mittlerweile da draußen eine ganz große Fanbase hast von unseren Leichter-Leben-Zuschauern, die wirklich froh sind, wenn du bei uns bist und mal wieder das ein oder andere lecker Gericht vorstellst. Ich freue mich auch schon immer wieder drauf, ja, und ich bringe auch immer das mit, was ich selber ganz gerne mag und diesmal habe ich mich so mit diesem Thema auch Mandeln und Mandelmus beschäftigt, ja, weil Nüsse sind ja sowieso, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, sind sowieso gut fürs Gehirn und egal was für Nüsse, Walnüsse sind wertvoll, Kokosnüsse, ja, sollte man unbedingt in seine Ernährung mit einbeziehen. Aber bei der Mandel ist halt das Besondere, die haben in so einem ausgewogenen Verhältnis das Calcium und auch Magnesium, was wir einfach besonders auch in Stresssituationen vermehrt brauchen. Und wenn man jeden Tag so eine kleine Handvoll von den Mandeln isst, dann ist da auch der Tagesbedarf schon gedeckt. Auch für Sportler, die einfach einen hohen Proteinbedarf haben, die vielleicht auch Vegetarier sind. Manche sagen, ach naja, wenn du Vegetarier oder Veganer bist, du baust dir dann gar keine Muskeln auf. Man muss dann schon darauf achten, dass man pflanzliches Eiweiß zu sich nimmt. Und die Mandeln sind halt unglaublich reich an Eiweiß. Und ich habe oftmals
nach dem Sport habe ich so eine kleine, ja, so eine kleine Handvoll Mandeln dabei und esse die dann direkt so nach dem Training. Ja? Sättigt und man hat gleich Eiweiß und Proteine zu sich genommen. Jetzt haben natürlich viele aber auch ein bisschen Bedenken bei Nüssen gerade. Wir wissen ja, die ein oder andere versteckte Kalorien ist da ja auch enthalten. Mhm. Aber man muss auch immer wirklich sagen, das sind gesunde Fette. Ne? Also auch gesunde Kalorien, die der Körper eigentlich wieder ganz gut verbrennen kann. Eben, also wirklich Mandeln haben 100 Gramm, ich glaube 500 Kalorien, ja, wie so eine Tafel Schokolade. Aber man nimmt davon wirklich nicht zu, weil der Körper wirklich das alles braucht an diesen Stoffen, die da drin sind. Ja? Also ich nehme auf jeden Fall durch diese Nüsse nicht zu. Die können sogar beim Abnehmen helfen, wenn man wirklich gesunde Stoffe zu sich nimmt, was der Körper gut verarbeiten kann. Also würdest du sagen, lieber mal ein Tütchen Nüsse aufmachen, als eine Tüte Chips aufmachen? Ja. Manchmal hat man auch so einen Heißhunger auf irgendwas und isst dann die Tüte Chips oder irgendwas Fertiges und ist hinterher gar nicht zufrieden. Kennst du das, wenn man irgendwas in sich hineingestopft hat? Mhm. Und gerade wenn man gute Vitamine, Mineralstoffe zu sich genommen hat, dann gehen meistens diese Heißhungerattacken, die kommen dann gar nicht erst. Und wir wissen ja auch alle, es gibt ja das berühmte Studentenfutter. Da ist im Grunde ein bisschen süß mit den Rosinen dabei, aber auch die Nüsse. Mhm. Regt das Hirn, regt aber auch den ganzen Organismus an. Denn man hat ja manchmal, wenn man studiert, wenn man viel arbeitet, einfach auch so ein Janker auf was Süßes und dann mal so eine Rosine und ein paar Nüsschen ist doch im Grunde genommen sehr ausgewogen. Sicherlich, oder? Und gegen ein Stück bittere Schokolade ist auch nichts gegen einzuwenden. Und diese Mandeln, die gibt es jetzt in verschiedenen Formen immer mehr, also auch als Mandelmus. Und das lässt sich wunderbar auch in der vegetarischen, veganen Küche individuell einsetzen. Heute, ich das mal aufmachen? Aber natürlich, natürlich. Oh, jetzt habe ich es weggenommen. Du kannst auch gerne mal naschen. So pur? Ja, du kannst da gerne mal naschen. Ich mache die mal so ein klein bisschen. Also Löffel haben wir jetzt bei einem nicht. Apfelmus, hätte ich gesagt, da nasche ich gerne. Bei einem Mandelmus kannst du einfach mal ein bisschen kosten. Das ist einfach wirklich so pur Mandelmus. Da sieht es ein bisschen aus wie Erdnussbutter. Von der Konsistenz her. Ist es auch wie Erdnussbutter. Ne? Und man kann daraus wunderbare Soßen herstellen. Man kann regelrecht sahnige Soßen herstellen für Kartoffeln, für Nudeln, wenn man jetzt auf Milchprodukte verzichten möchte. Und heute werde ich daraus ein Dressing zubereiten zu einem Rohkostsalat. Klebt zwischen den Zähnen, geht schwer runter. Das ist ein bisschen krasser sogar noch. Als Erdnussbutter. Das klebt am Gaumen fest. Ja, ja. Oh, guck mal. Ach, Adrian. Was zu trinken. Guter Junge. Dankeschön. Ja, was wäre ich ohne? Ja, und da werde ich jetzt nachher ein Dressing zubereiten. Hat aber auch ein bisschen was, glaube ich, eher mit so einer asiatischen Küche oder indischen Küche zu tun, oder? Also das bei uns in unserer europäischen Küche wird man doch weniger mit so Mandeln kochen, oder? Es kommt immer mehr. Also wie so vieles von den östlichen durch Ländern die vegane Ernährung genau rüberkommt, ja, so wie Heilmethoden und Ähnliches, kommt auch wirklich viel von der östlichen Ernährung zu uns. Und verschiedene Nussmus gibt es einfach im Bioladen, im Reformhaus schon zu kaufen. Und ja, auch die Mandelbäume an sich, die sind ja auch wunderschön. Da hast du mal so einen blühenden Mandelbaum gesehen, auch im Süden. Da wird auch ganz viel daraus gemacht, aus Mandeln, Mandeltart. Und also die Mandeln inspirieren mich sehr und sie sind halt total gesund und nährstoffreich. Du willst heute einen Salat machen eigentlich, ja, ne? Ja. Da frage ich mich natürlich, wo ist der Salat? Also ich werde einen Rohkostsalat zubereiten aus Kohlrabi. Ist auch nicht jedermanns Sache. Manche denken so, ach, Kohlrabi, langweilig. Aber mit Kohlrabi kann man auch gute Sachen machen, auch mal einen gefüllten Kohlrabi. Hast du schon mal einen gefüllten Kohlrabi gegessen? Kann man auch mit Safran, Reis, schmeckt sehr lecker. Also Kohlrabi, Apfel und Möhre werde ich sozusagen zusammen raspeln. Und dann gebe ich noch ein bisschen gehackte Petersilie hinzu und werde dann ein Dressing zubereiten aus Rapsöl, ein bisschen Agavendicksaft, weißer Balsamico-Essig, Petersilie, Salz und Pfeffer und man könnte auch noch einen Hauch Knoblauch zugeben, aber das wollte ich dir überlassen, ob du da noch ein bisschen Knoblauch zugeben möchtest. Ich habe nie ein Problem mit Knoblauch. Die Frau Iasetta hat immer ein bisschen Knoblauchprobleme. Die ist ja heute auch im Studio und ich werde später auch mit Frau Iasetta ja noch weitere Stunden verbringen, deswegen das könnte ein bisschen gefährlich werden. Die mag Knoblauch ganz gerne, die verträgt den nur nicht. Okay, dann lasse ich da einfach den Knoblauch weg und dann werdet ihr danach ein kleines Kostpröbchen erhalten und oder auch ein bisschen mehr, wie ihr möchtet. Und auch ein bisschen Baguettebrot kann man dazu essen. Man kann es als Vorspeise essen halt oder auch als Beilage. Ach, und für mich ist es immer ganz toll, weil du weißt ja, ich glaube, in 6 Jahren haben wir uns auch ganz gut kennengelernt, dass ich nicht unbedingt der große Rohkost-Fan bin, sondern schon auch gerne mal was
richtiges esse. Aber ich weiß auch, dass du mich jedes Mal davon überzeugst, weil deine Gerichte wirklich außergewöhnlich gut schmecken. Ich bin sehr gespannt. Ich hätte dir gerne ein bisschen zur Seite gestanden, aber es warten ja noch viele andere Gäste auf mich. Kein Problem. Dann werde ich mich in der Zeit nützlich machen. Ich habe viel zu schnippeln, viel zu raspeln und mal sehen, ob ich bis dahin fertig bin, dass wir dann zusammen das Dressing zubereiten können. Falls nicht, würde ich dann immer noch unterstützend an deiner Seite das sein. Das ist beruhigend. Herrlich. Gut. Unterstützung kriegen Sie auch von Helga Rauchschindel. Die sitzt nämlich im Studio nebenan. Die können Sie aber noch bis 15 Uhr erreichen. Also wenn Sie heute mal auf der Suche sind nach einem guten und kostenlosen Vorschlag, was Ihr Leben anbelangt, dann rufen Sie doch jetzt einfach mal durch unter der eingeblendeten Telefonnummer. Und ich denke, Helga, heute hat das Telefon mal wieder recht häufig geklingelt. Oh ja, es klingelt die ganze Zeit und es kommen auch wirklich interessante Themen. Es geht darum, auch in die Eigenverantwortung zu gehen, in dasselbe, in das Tun, weil wir haben als Mensch viel mehr Macht und Kraft, als wir oft glauben, haben aber Muster und Programme, die das Ganze ein bisschen verzögern. Und ich sehe das dann sofort, ich spüre das und sage, da schau mal hin, da ändere was und dann die Energie aufbauen und dann geht alles wieder viel leichter. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend heute, muss ich sagen. Wunderbar, ich freue mich aufs nächste Gespräch dann. Es geht zurück. Weiter geht's mit dem intelligenten Schmuck und mit der intelligenten Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck wird Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn, der intelligente Schmuck? Aber du hast heute wirklich was ganz Schönes, Zartes, Filigranes mitgebracht. Bei dir kann man es schon sehr, sehr schön erkennen. Es ist unter dem Motto Liebe und das liegt natürlich auch daran, man kann es an dieser Stelle vielleicht mal kurz erwähnen, am 14. Februar ist ein ganz besonderer Tag, der unter dem Motto der Liebe steht und hier kriegen Sie das passende Liebes-Valentinsgeschenk, oder? Genau. Das ist nämlich wirklich also ein Collier, kann man sagen, ein ganz feines Collier mit der Energiespirale. Und da bekommt man in den Vollmondnächten, und das natürlich wie all bei meinen Schmuckstücken, Liebesenergie darauf gesendet. Dazu passend gibt's auch ein Armband. Und was gibt's Schöneres eigentlich, als zum Valentinstag Liebe zu schenken? Das ist also wirklich die Kombination, das Armband mit der Halskette. Man kann natürlich auch einzeln sowohl das Liebesarmbändchen wie das Liebeskettchen verschenken. Es kommt in einer wunderschönen Geschenksverpackung, wie alle meine Produkte. Und ja, es geht wirklich um den Valentinstag. Deswegen präsentiere ich es auch heute wieder mal das erste Mal seit langer Zeit hier, weil Valentinstag ist ja auch der Tag der Liebe. Und Sie bekommen auch heute wieder für die Liebe Sonderkonditionen, denn Gabriele Iasetta liebt auch Sie und deswegen können Sie heute wieder zu Schnäppchenpreisen einkaufen. Sie bekommen nämlich hier das Liebesarmkettchen, ein sehr filigranes Kettchen aus Sterling-Silber, hochwertigem Sterling-Silber, das muss man immer wieder sagen, das wirklich eine Frau entzücken wird, denn es sind noch funkelnde Steine mit eingearbeitet, Zirkoniasteine nämlich. Das heißt, dieses hochwertige Armband in den Längen 16 bis 22 cm können Sie heute bestellen, anstelle von 54 Euro für 44 Euro. Und wenn Sie diese 10 Euro einfach gut investieren wollen in vielleicht ein zweites Geschenk, was die Liebe unterstützt, dann kaufen Sie doch gleich noch das Halskettchen dazu. Denn das bekommen Sie ebenfalls heute zu einem wirklich tollen Preis, und zwar anstelle von 69 Euro für 59 Euro. Da geht es um das Liebeshalskettchen, auch aus Sterling-Silber, ebenfalls mit den Zirkoniasteinen, 40 cm lang, mit einer 8 cm Verlängerungskette. Und die ist manchmal auch wirklich sehr, sehr wichtig, denn nicht jeder hat natürlich irgendwie den gleichen Hals oder trägt es gerne eng oder ein bisschen weiter. Und das ist einfach individuell für jeden dann einsetzbar. Genau, ich trage es eben ganz kurz, weil ich ja sozusagen einen schmalen Hals habe. Aber man kann es wirklich eben noch wirklich sehr lange verlängern, damit dass man es auch wirklich jede Dame in jeder Stärke tragen kann. Die Zirkonia-Steinchen sind natürlich auch alle geweiht mit Liebesenergie. Und jeder, der dieses, das geht es wirklich um die Verbindung zu der Liebe. Also zum Beispiel trägt ja auch die Nancy Hinkelmann und sie sagt ja, seit sie das trägt, hat sie wirklich wieder, sie hat es auch hier schon live erzählt, ist in ihrer Ehe wieder Harmonie drinnen. Denn jeder, der verheiratet ist, weiß auch, dass es nicht immer nur Sonnenschein ist, sondern manchmal gibt es auch schwierige Zeiten. Und dann muss man auch wieder
die Liebesenergien sozusagen wecken. Und es geht aber nicht nur darum, dass wenn sie schon in einer Partnerschaft sind, dann wird dadurch natürlich wieder die Liebesschwingung gehoben, sondern auch vielleicht, wenn man gerade auf der Suche nach einem Partner ist. Also in beiden Fällen ist diese Liebesenergie, denn Reiki-Energie ist ja die stärkste Schwingung, wenn man das wirklich so, wenn man schon einmal diese Energie gespürt hat, dann weiß man, wie stark diese Schwingung ist. Und diese Energieschwingung bekommen Sie halt wirklich in jeder Vollmondnacht darauf gesendet. Also es ist ein Schmuckstück natürlich, das sie schmücken soll, aber auch mit einer ganz starken Wirkung. Und wenn man es jetzt als Halskettchen trägt, dann ist man natürlich auch sehr nahe an den Chakren. Man kann es eben auf der Länge des Halschakras tragen, so wie ich das mache. Man kann es aber auch noch länger tragen, wirklich, dass man es zum Beispiel am Herzchakra trägt. Dann wird die Liebesschwingung natürlich auch noch viel stärker übertragen und dann wird sozusagen ihr Herz in die Schwingung gebracht. Und Sie wissen, alles ist Schwingung. Wenn man in der Liebesschwingung ist, dann zieht man auch die Liebe ins Leben. Und um das geht's, damit man in diese Liebesschwingung wiederkommt. Und ich denke auch, wenn vielleicht ein Herr zusieht, es ist ein wunderschönes Valentinsgeschenk für vielleicht die zukünftige oder die schon richtige Herzensdame im Leben. Und gucken Sie sich auch mal wieder an, wie edel und schön das verarbeitet ist. Ich bin bei solchen Schmuckstücken von dir immer ganz froh, wenn ich meinen schönen Erbring tragen kann. Nämlich, es ist ein Brillantring und man sieht wirklich, der Brillant, wie der leuchtet, wie der funkelt. Und man sieht auch, wie deine Zirkonia-Steine leuchten und funkeln. Das heißt, jede Frau, Diamonds are the girl's best friend. Genau. Das heißt, jede Frau hat es natürlich gerne, wenn sie auffällt, wenn sie leuchtet, wenn sie strahlt. Und mit diesem Schmuck strahlen sie natürlich und das Ganze nicht nur von außen, sondern dann auch irgendwann mal wieder von innen. Weil man in die Schwingung kommt und man muss auch noch sagen, dass Zirkonia-Steine sind ja künstliche Brillanten. Das ist also auch, man kann ja schon alles mittlerweile künstlich herstellen und das sind wirklich Brillanten, die leuchten und man sieht es ja auch genauso wie Brillantsteine. Das sind ja geschliffene Steine, also es ist kein natürlicher Stein, sondern der wird künstlich hergestellt, aber man sagt doch wirklich, es ist der künstliche Brillant und dieser Stein ist auch geweiht mit der Liebesenergie, damit sie in die richtige Schwingung kommen. Denn auch wenn jetzt Valentinstag kommt und man hat vielleicht keinen Partner, gerade an solchen Tagen, wo es um die Liebe geht, wo man, da kommt, wird man noch so richtig wieder, kommt die Erinnerung, dass man jetzt wirklich den Partner sucht, dass man die Sehnsucht hat. Das ist zu Weihnachten das Thema, das ist immer Thema, wenn es auch um Liebe geht, dann kommt man erst darauf, dass einem die vielleicht auch fehlt und dass man diese wirklich ins Leben wiederholen möchte. Und das kann man nur, wenn man seine eigene Schwingung dazu öffnet, wenn man selbst in der Liebesschwingung ist. Das ist auch natürlich, dass sie in ihre eigene Liebesschwingung kommen, dass sie sich selbst lieben auch, damit dieses Gefühl, diese Energie, diese Schwingung auch wieder in ihr Leben kommen kann. Dafür ist dieses Armband oder dieses Kettchen natürlich auch da. Und sehr viele, die dieses Kettchen tragen, die haben mir auch bestätigt, dass sich da etwas verändert. Es ist ganz natürlich, wenn man sich selbst verändert, dann verändert sich auch alles im Leben. Dann zieht man eben wirklich den Partner ins Leben, der für einen richtig ist. Dann ist wieder die Harmonie in der Partnerschaft hergestellt. Jeder kennt das auch, in einer Partnerschaft gibt es auch Höhen und Tiefen. Und natürlich ist es wichtig, dass man bald wieder zu den Höhen zurückgelangt. Und da ist es wichtig, dass man selbst auch in der Schwingung ist. Weil wenn man nur erwartet, dass sich der andere ändert, dann passiert da nichts. Sondern man muss sich selbst öffnen und wieder selbst in die Liebesschwingung kommen. Das Liebeshalskettchen und das Liebesarmband, im Grunde kleine Hilfsmittel auch zum Loslassen, denn sie werden in eine neue Schwingung kommen. Und wenn Sie vielleicht irgendwie noch am Alten festhalten, dann ist jetzt vielleicht auch das richtige Jahr, nämlich das Marsjahr, um Dinge anzugehen. Und die Unterstützung, die bekommen Sie über den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta. Und was Sie heute wieder bekommen, ist ganz hochwertiger Schmuck, wirklich auch zu tollen Preisen. Denn wir reden hier auch über Sterling Silber, wir reden hier über
Diamanten, ja, künstliche Brillanten, die aber genauso und man sieht ja, wie das leuchten, ja, wie Originalbrillanten und das wirklich zu tollen und wie immer Fernpreisen von Gabriele Iasetta. Das Liebesarmkettchen Sterling Silber mit den Zirkoniasteinen in verschiedenen Längen bekommen Sie heute um 10 Euro günstiger. Das bedeutet, Sie sparen 10 Euro und wenn Sie wirklich zum Valentinstag vielleicht der große Bringer sein wollen, dann lassen Sie sich gleich zwei Pakete nach Hause schicken, nämlich nicht nur das Armkettchen, sondern auch noch die Halskette, die passende Halskette dazu. Denn manchmal ist es einfach so in Kombinationen, man trägt ja auch gerne den BH passend zur Unterhose. Deswegen muss man einfach auf die Kombi auch bestehen, oder? Ja. Die Halskette bekommen Sie auch heute wieder zu einem günstigeren Preis. Und zwar, vielleicht können wir es nochmal einblenden, anstelle von 69 Euro für 59 Euro. Ein tolles Valentinsgeschenk. Und das ist der Liebsten, muss das auch ja, mal wert sein. Ja, man sieht ja sein, auch, oder? Wie das leuchtet. Ja, das leuchtet. Du strahlst heute. Ja, das strahle ich durch dieses Kettchen. Es ist natürlich auch gerade sehr modern, so ein zarter Schmuck. Aber bedenken Sie auch wirklich, dass da wirklich Ihre Liebesschwingung wieder hervorkommt, dass Sie in der Schwingung von Liebe sind. Und so wie Sie schwingen, das ziehen Sie auch in Ihr Leben. Und es ist also nicht versilbert, sondern das ist wirklich Sterling-Silber-Schmuck. Aus Österreich, der in Österreich produziert wurde. Also Qualitätsschmuck, nicht irgendetwas, sondern das hat auch einen Wert. Es sind Zirkoniasteine, das sind künstliche Brillanten, das setzt man heute sehr oft ein, damit auch die Damen wirklich funkeln können. Du funkelst heute und nicht nur hier bei Leichter Leben, sondern heute Abend, Nachmittag, Spätnachmittag, ab 17 Uhr funkelst du auch wieder mit wunderbaren Produkten und ich kann Ihnen heute eines raten, schalten Sie ein, denn heute gibt es wieder ein wirklich absolutes Top-Angebot, das Sie heute bekommen und nur hier übers Fernsehen. Das werden Sie sonst woanders nicht bekommen. Also ab 17 Uhr bei Astro TV Gabriele Iasetta mit dem intelligenten Spuckschmuck. Schauen Sie vorbei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja. Bis dahin. Bussi. Bussi, Baba. Intelligenter Schmuck wurde Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Die Keks-Queen ist heute bei uns im Studio. Sie ist eigentlich Künstlerin, aber hat sich irgendwann mal gedacht, mit Salzteig Kunst zu machen, ist ja ganz schön. Aber ich möchte vielleicht auch Kunstwerke mal anbieten, die ein bisschen anders sind und die vielleicht auch dem Magen gut tun. Und deswegen hast du dich dann irgendwann mal auf den Kunstkeks spezialisiert, den man aber wirklich auch essen kann. Über den Berliner Koffer haben wir schon geredet. Das sind natürlich schöne Erinnerungen, schöne Geschenke, die man verschenken kann. Aber was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind die anderen kleinen Boxen, die du auch mitgebracht hast. Und da kann man so seine individuellen Wünsche auch äußern. Ja? Ist das richtig? Die kann ich zu jedem Anlass speziell fertigen. Wenn jemand einen Wunsch hat, den kann ich dann gerne erfüllen. Oder auch einen Formwunsch. Oder zu Festivitäten, Jubiläen und so weiter kann ich natürlich dann individuell darauf eingehen, wie da die bestimmten Inhalte eines Jubilars sind, zum Beispiel, wenn jemand ein Hobby hat oder sowas, das kann man auch einfließen lassen. Was ja, ne? Immer ganz schön ist. Ja, ne? Also ganz persönliche Sachen kann man auch mit einfließen lassen. Ich kann das personalisieren. Würdest du dich jetzt als Konditorin Konditorin eher bezeichnen oder doch schon noch als Künstlerin? Also weil das ist ja schon auch ein Handwerk und du backst ja nun mal auch jetzt. Ja, ne? ja, das ist natürlich die zweite Linie, die man da einschlägt eigentlich. Und damit musste ich mich auch auseinandersetzen, weil Bäckerhandwerk kann auch nicht einfach jeder machen. Also ich arbeite mit einer Konditorei zusammen, die mir dann auch die Kekse macht. Weil Lebensmittel, das kann man nicht einfach mal eben in der Hobbyküche machen. Ah, okay, das heißt, das darf man sich nicht vorstellen, dass du zu Hause abends irgendwie sitzt mit deinem kleinen Herd und da schön künstlerisch tätig bist. Das mache ich natürlich, zu Anfang habe ich es gemacht, um das natürlich selber auszuprobieren, wie das alles so wirkt und wie das schmeckt und so weiter. Ne? Das muss man natürlich erstmal für sich ausprobieren. Aber wenn es natürlich in die Serie geht und man will das verkaufen, ist es dann doch eine andere Sache. Ne? Das Motto Kunstkekse, Design für Süßes und vieles mehr, finde ich, ist auch was ganz Schönes, was außergewöhnlich ist. Das heißt, Kekse finden Sie natürlich an jeder Bäckerei. Da gibt es immer irgendwelche Keksecken oder sonst irgendetwas. Aber hier bekommt man wirklich was ganz Individuelles. Du hast auch ein paar Bilder mitgebracht, da können wir auch mal kurz reingucken. Genau.
Da sind sie, genau. Aber das sind jetzt wieder keine Kekse, oder? Das ist jetzt eher meine Malerei. Das ist die freigestische Malerei, die sehr, also würde ich sagen, emotional betont ist, mit Farben und Form umzugehen. Ach, und da kommen wir jetzt natürlich zu denen, wir wollen mehr Kekse. Das ist mehr so meine humoristische Ader, die da zum Ausdruck kommt. Wie heißen denn die? Die haben nämlich auch noch einen sehr lustigen Namen, die kleinen Figürchen, ne? Ja, das sind meine Schnuppels. Die Schnuppels. Ja, da gibt es Dürfen wir sowas um 14 Uhr überhaupt zeigen? Ach, machen wir ja. Besser so. 14 Uhr? Ich habe mal gehört, man darf Brüste noch nicht zeigen. Die kann man nicht essen, oder? Nee, die sind jetzt aus Salzteig. Das ist ja so steinhart. Da sollte man lieber nicht reinbeißen. Die kenne ich noch aus meiner Kindheit oder so ähnliche Figuren, die sich dann auch verwandeln in Autos oder sonst irgendetwas, die so ähnlich ausgesehen haben. Aber man hat sofort so eine Verbindung und irgendwas Niedliches zieht einen da ja auch wirklich an, oder? Die haben ja auch eine Funktion für mich. Also die erleben ja ganz viele Abenteuer in der Backstube. Die wohnen in einer Backstube oder in Süßwarengeschäften und erleben halt alle möglichen Abenteuer mit Keksen. Die keksen auch unheimlich gerne und so weiter. Und naja, und damit kann man natürlich auch sehr viel transportieren. Das sind also die Elfen und Feen in deiner Küche, die da nachts herumspuken. Ja, genau. Und mit denen kann man allerhand Schabernack betreiben. Und ich mache ja auch Cartoons. Die sind auch auf meiner Internetseite zu sehen. Da fällt mir so allerhand lustige Begebenheiten ein. Die habe ich mich natürlich sehr, sehr verliebt. Hier, da sind wahrscheinlich hier die Schnubbels auch mit dabei, denn da gibt es was zu tanzen und zu feiern. Was ist da jetzt ganz genau? Ja, da war ich bei Frank Zanders Weihnachtsfeier für Obdachlose. Da habe ich auch einen Keks kreiert und habe dann da auch Kekse verteilt. Ich habe dann einen Hauskeks kreiert unter dem Motto halt, die lieben Herrschaften brauchen halt eine Unterbringung. Also ich glaube, die Berliner wissen natürlich alle, was Frank Zander da zu Weihnachten immer veranstaltet. Das heißt, er gibt immer an Obdachlose ein wirkliches schönes Weihnachtsessen aus, wo ganz viele Prominente unter anderem unterstützen, die servieren, die bedienen. Und jeder Obdachlose Berlins hat die Chance, da wirklich eingeladen zu sein und wirklich auch mal zu Weihnachten ein schönes Fest untereinander verbringen zu dürfen. Ne? Tolle Aktion. Also da immer ganz großen Respekt vor Frank Zander. Das macht er natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und er kriegt eben auch immer wieder Leute, auch Künstler wie dich zum Beispiel, die sich ebenfalls dann für sowas engagieren. Ja, ist eine atmosphärisch sehr schöne Sache. Und ich habe mich da auch sehr gern angeschlossen, dass ich dann dazu auch einen Beitrag geleistet habe. Und es war eine ganz tolle Sache auch. Also, ja, finde ich auch immer super. Wohin die Reise sonst noch so führt, wenn wir uns auch gleich noch unterhalten. Also hier bin ich ja ganz großer Fan von den kleinen Schnubbels hier. Drehen, von hinten sehen die so aus. Die Schnubbels haben einen kleinen Schnubbel da hinten dran. Den benutzen sie dann zum Steuern, ne? Sehr schön. Zeitlos schön. Absolut. Ich komme gleich nochmal wieder zu dir. In der Zwischenzeit können Sie sich freuen, denn Helga Rauchschindel ist die ganze Woche bei uns und zwar im Studio nebenan. Das heißt, Sie haben jetzt wieder die Chance, bis um 15 Uhr Sie noch zu erreichen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Hat gerade, glaube ich, den Telefonhörer schon wieder zur Seite gelegt, aber nur für uns. Bist gerade im Gespräch, aber man kann es natürlich probieren. Vielleicht hat man Glück und man kann als nächstes mit ihr telefonieren. Ja, heute habe ich wirklich viel zu tun, aber trotzdem versucht durchzukommen. Ich bin ja noch da. Also meine Fähigkeit ist einfach da zu sein, reinzuspüren. Ich kriege Infos, ich lege die Karten. Ich kann ein Thema einfach erkennen über die Stimme. Schon bekomme ich ganz viel Info, um was es auch geht. Also einfach mal anrufen und mich testen, was ich so kann und was ich so mache. Ich liebe meine Arbeit und das ist das, wo mein Herz aufgeht, wenn ich jemandem weiterhelfen darf auf seinem Weg in ein glückliches Leben. Es riecht schon lecker, es sieht schon gut aus, es scheint auch schon gut vorbereitet zu sein. Ja, ich habe ein bisschen Krach gemacht. Ich glaube, ich habe so ein bisschen gestört mit meinem Raspelgeräusch im Hintergrund. Ne? Das hast du natürlich nicht gestört. Das ist schön. Bevor wir hier über den wunderbaren Salat reden, gibt es natürlich auch noch ein paar wertvolle Tipps von unserer Seite. Wir machen eine kurze Pause, sehen uns wieder, aber diese Pause, die lohnt sich natürlich auch für Sie. Das Buch Kraft und Heilsymbole der neuen Zeit, die universelle energetische Apotheke. In diesem Buch zeigt Ihnen Madeleine Ley mehrere Möglichkeiten auf, die Symbole der neuen Zeit zu nutzen. Auch Ihnen werden sie Hilfestellung geben und Ihnen den Weg zu Ihrer Selbstfindung aufzeigen. Die geballte Energie und Kraft, die von den Symbolen der neuen Zeit ausgeht, wird auch Sie begeistern. Es gibt nichts, wobei Sie sie nicht unterstützen könnten. Nutzen auch Sie dieses Geschenk der universellen Quelle.
Bestellen Sie jetzt das aktuelle Buch von Madeleine Ley unter www.m-ley.com. Lust, die Pfunde purzeln und die Fettdepots schmelzen zu lassen und das mit Spaß, Freude und guter Laune? Dann ist die Original CareLife Stoffwechseloptimierung von Heilpraktikerin Ulrike Granz genau das Richtige für Sie. Einfach schnell und dauerhaft die Figur und das Wohlbefinden verbessern. Mit der Kraft der Natur und der Unterstützung durch gut informierte Betreuerinnen, die selber große Erfolge erzielt haben. Mehr Infos zu der Stoffwechselkur von Heilpraktikerin Ulrike Granz unter www.ulrike-granz.carelife.de oder telefonisch unter 06321 810 89. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die. Gabriele Iasetta, heute ab 17 Uhr können Sie sich wieder 2 Stunden begeistern lassen von Ihrem intelligenten Schmuck. Also schalten Sie ein und heute lohnt es sich, denn sie hat heute wieder ein Top-Angebot für Sie mitgebracht. Top-Essen gibt es jetzt mal wieder bei Leichter Leben. Sabine Salmann ist nämlich bei uns und inspiriert uns mal wieder sehr schön. Da geht es mal wieder um die gesunde, vegane Ernährung, mhm, aber auch um eine wirklich reichhaltige Ernährung. Ne? Ja. Salat macht ja meistens nicht ganz so satt, aber in einer guten Kombination schon. Ja, du wirst merken, dass das sehr sehr ist. Durch das Mandelmus und durch die Mandelblättchen, die ich noch drüber streue. Es gibt ja auch noch ein Stückchen Baguette dazu. Ja, aber wir müssen jetzt noch ein bisschen was tun. Wir müssen ja noch das Dressing machen. Bist du bereit, Petersilie zu hacken? Klar. Klar. Dann gebe ich dir einfach mal die Petersilie. Ich habe die schon mal abgezupft. Ja, nicht, dass ich dir immer Aufgaben gebe, die du nicht magst. Ach, welches Messer möchtest du? Das riesengroße? Ganz klein oder nur so ein bisschen geschnitten? So ganz klein wäre schon schön. Ja, da bin ich wahrscheinlich. Und in der Zeit mische ich schon mal das Dressing aus Rapsöl. Das Rezept werde ich nachher zu Leichter Leben senden, dass das wieder auf Facebook herrlich veröffentlicht werden kann. Ja, da sind die Menschen draußen, die uns zugucken, die liebenswerten Damen und Herren, immer ganz heiß drauf. Sobald es im Grunde nicht unmittelbar nach der Sendung kommt, kriegen wir schon die ersten Anfragen. Ja. Wo ist denn das Rezept? Kannst gar nicht sehen. Poste dir das noch hoch. Keine Sorge, das machen wir immer. Denn auf Sabine Salmann ist natürlich Verlass. Auf jeden Fall. Sobald ich zu Hause bin, ich werde es sofort abschicken. Und dann kommt ja noch ein Rapsöl dazu. Ich glaube, du bist dazu nicht äußerst zufrieden mit mir. Ich krieg's aber nicht besser hin. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann kommt da so ein bisschen der weiße Balsamico-Essig mit hinzu, zu diesem schönen Rapskernöl. So ungefähr die halbe Menge wie das Öl. Ups, da ist ein Stück Finger dabei. Macht ja nichts. Es muss nicht perfekt sein. Ganz perfekt muss es nicht sein. So. Und dann kommt. Ich schneide das manchmal zu Hause mit der Schere, das darf man aber nicht, oder? Basilikum, habe ich gehört, soll man mit der Schere schneiden, weil es dann irgendwo gut abgeschnitten wird, sodass nicht so viel Aroma verfliegt. Ach, das darf man, ja? Mhm. Dann darf man aber doch Petersilie auch mit der Schere schneiden. Warum nicht? Auch klar. Ich finde das so einfach. Dann gebe ich noch ein bisschen Agavendicksaft hinzu, um das Ganze ein bisschen süßlich zu machen. Muss man nicht, kann man aber. Und natürlich 2 Esslöffel. Von dem guten Mandelmus. Das machst du aber schön, Andrea. Vielen Dank. Ach, manchmal finde ich das auch toll, wenn ich gelobt werde. Ja, naja. Wenn du erstmal in deiner neuen Küche kochst. Oh, jetzt habe ich was verraten, ne? Bitte? Wenn du erstmal in deiner neuen Küche kochst, jetzt habe ich was verraten, ne? Heute Abend kann ich sie wieder einrichten. Sag mal, so, man sagt ja ganz oft, diese vegane Küche ist natürlich auch nicht unbedingt die preiswerteste Küche. Also so ein Glas Mandelmus jetzt zum Beispiel, ist das aber auch machbar? Und kann ich das auch für was anderes? Also wie lange kann ich es aufheben? Kann man es noch anders weiter also verwenden? Ich hebe das meistens noch so 2 Wochen danach. Ach, geht's auf. Ja? Ja, das geht. Und weil es ist sehr ölig und das hält. Und man kann damit Kuchen backen, man kann Desserts machen.
Also man kann so viele verschiedene Dinge mit dem Mandelmus zubereiten. Und bei mir ist es dann meistens, wenn ich es einmal aufgemacht habe, dann innerhalb von schon so ein, zwei Wochen auf jeden Fall weg. So lange kann man es mindestens aufhalten. Ja, man muss sich einfach nur manchmal an Dinge rantrauen. Ne? Also ja. Das ist ja, wie wir ja öfters schon mal miteinander was gekocht haben, wo ich immer gesagt habe, und das soll schmecken. Und ja. Wo man denkt, diese Lebensmittel miteinander zu vereinen, das geht doch irgendwie gar nicht. Und dann kommt doch irgendwie was ganz Leckeres raus. Ja. Mousse-Schokolade mit Avocado, sage ich dann. Ja, das war gut, ne? Ja. Mhm. Ja, wenn du magst, kannst du die Petersilie schon zu dem Salat geben. Mit rein, ja? Genau, während ich jetzt noch ein bisschen würze, ein bisschen Salz und Pfeffer hinzugebe. Knoblauch haben wir uns geeignet, machen wir heute nicht. Mach ich ein bisschen Kunst. Das sieht auch schön aus, ne? Das ist so. Ja, das Auge isst ja auch wirklich immer mit. Und was man wirklich auch sagen muss, es riecht natürlich auch schon wieder sehr, sehr frisch und riecht auch wirklich sehr, sehr gut. Ich kriege immer Lust, gerade so, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, kriege ich immer Lust auf ja, Vitamine und Salat. So im Winter bin ich so der Suppentyp, so besonders auch am Abend, sage ich mal. Aber ich finde, es ist schon noch immer sehr winterlich, oder? Naja, also du weißt, ich bin immer ein bisschen Regen, schnell. Ja, kannst du mal kaum erwarten. Nicht erwarten. Kannst du ja, ja. Schon mal ein bisschen durchmischen? Ja, misch doch ruhig schon mal durch. Sabine Salmann redet im Februar schon von kurzen Hosen. Ja, ich warte Röcken. Schon seit Anfang Januar drauf. Aber das ist ja, soll ja auch nicht so sein. Ne? Also wir haben jetzt nur mal noch Winter und ich finde mich damit ab. Aber in der Küche kann ich ja schon mal ein bisschen Frühling reinbringen. Ne? Übrigens können wir Ihnen schon verraten, dass nächste Woche was ganz Besonderes auf dem Programm steht. Denn nächste Woche am 8. Februar, da ist es wirklich 6 Jahre her, da haben wir das erste Mal herzlich willkommen an unsere Zuschauer gerichtet. Das heißt, wir gehen dieses Jahr ins 7. Jahr und darauf sind wir mächtig stolz. Genau vor 6 Jahren, am 8. Februar, da ging alles los. Ja. Und deswegen werden wir natürlich am 8. Februar auch eine ganz besondere Faschings- und Geburtstagssendung für Sie vorbereiten. Aha. Da ist Sabine Salmann natürlich auch mit dabei. Das heißt, oh, den ja. Tag sollten Sie auf jeden Fall einschalten. Weißt du noch, wer unser erster Gast war? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß es noch. Martin Scholz. Martin Scholz. Mhm. Hat früher gesungen in der großartigen Boyband. Kinder, helft mir kurz weiter. Boyband? Hm. Amerikanisch? Nö, das kann nicht sein. Mit so einem deutschen Namen. Martin Scholz bei. Kinder, jetzt helft mir doch mal. Mir hört wieder keiner keine zu. Ahnung. Am Dienstag übrigens in der zweiten Sendung war Vera Infin zu Gast. Also das nur so nebenbei. Jetzt können Sie sich noch mal beraten lassen von Helga Rauchschindel. Die ist nämlich im Studio nebenan und unter der eingeblendeten Telefonnummer für Sie da. Ja. Bin ich da, aber wenn ich heute, wenn es heute niemand schafft durchzukommen, ich bin auch abends immer erreichbar bei Questico, also ich bin eigentlich immer irgendwie erreichbar, auch in der Rückrufliste. Ich freue mich auf jeden Anruf, der jetzt noch durchkommt und ja, gebe zurück ins Studio. Touché hieß die Band von Martin Scholz. Die waren damals in den 90er Jahren absolut hip. Ja. Ist nicht so meinem. Ist nicht so deins. Heike Ederlein, nein, das ist ja klar, denn du beschäftigst dich mit anderen lustigen Dingen und bist natürlich auf vielen Wegen zu Hause, ne? Also oder in vielen Bereichen tätig. Das bedeutet, die Kunst hat dich schon immer begeistert. Du machst ganz viel künstlerisch, du malst, du kreierst, du entwickelst. Aber du bist auch mit dem Humor ganz gerne dabei und entwickelst auch Comic und solche lustigen Figuren wie die Schnubbels. Ja, genau. Das ist auch in dem Probieren mit Salzteig entstanden, dass irgendwie man eine Kugel formt und dann entwickelt sich das immer weiter, setzt dann zwei Kügelchen oben drauf und denkt, ach, das sind ja Augen und dann geht das immer so von selbst weiter. Und irgendwann haben sie einen Ärmel gekriegt und eine Frisur und wenn das dann soweit ist, ja, dann sprechen die Figuren zu ein. Ja, ja, also man hat und auch wirklich das Gefühl, die haben auch sowas, so was ganz Fröhliches. Ja, ne? Genau. Also die haben eine schöne Ausstrahlung, das muss man auch sagen. Mhm. Und da finde ich das ganz interessant. Im Vorfeld der Sendung hast du nämlich gesagt, man gibt ja auch was hinein in diese Figuren. Das heißt, wenn du die kreierst, dann bist du ja auch mit Leib und Seele und Verstand dabei und hauchst denen ja auch in irgendeiner Form ein klein wenig Leben ein, oder? Ja, man kommuniziert fast richtig mit denen. Also ich manchmal schon Stimmen.
das muss man ja nicht so ernst nehmen. Das kannst du hier jedem erzählen. Wir sind ja hier bei einem spirituellen Sender. Deswegen, also ich höre die immer sprechen. Wenn ich die zusammenstelle, denke ich manchmal, die sprechen miteinander. Mhm. Aber auch schöne Geschichten. Aber das ist ja auch wirklich das Schöne, dass man sagen kann, auch die Kunst hat ja in irgendeiner Form was Meditatives, was Spirituelles, weil man sich natürlich auch mit vielen Dingen dann auseinandersetzt. Man ist da mit Herzblut dabei, ne? Also man gibt sich da ganz hinein. Ohne den geht es gar nicht. Wohin geht dein Weg jetzt noch weiter? Weil im Grunde genommen, wie gesagt, es sind ja viele Abzweigungen, die du hast. Was ist so dein Ziel? Irgendetwas, was du gerne machen möchtest irgendwann? Ja, also es wäre natürlich schön, wenn das ein größeres Publikum auch erreicht, was ich mache. Dazu bin ich auch heute hier. Ja, und mal sehen, wohin das führt. Also das entwickle ich natürlich auch mal weiter. Es gibt immer wieder verschiedene Projekte, auch mit den verschiedenen Koffern, die ich gestalte. Malerisch bin ich natürlich auch unterwegs. Und die haben ja nie ein Ende, die Kunstobjekte, die ich mache. Das ist ja auch so angelegt, dass es eine endlose Serie ist, in die ich auch immer wieder meine ganze Kraft reinstecke. Also eigentlich ist alles angelegt, die verschiedenen Richtungen, und die verfolge ich natürlich auch weiter. Ne? Und das Schöne ist natürlich auch, dass du mit der Zeit auch gehst. Das bedeutet, Internet ist natürlich auch ein Forum mittlerweile, das man nutzen muss. Und auch darüber bist du zu finden und auch darüber bekommt man natürlich auch deine Produkte. Ja. Das heißt zum Beispiel hier diese lustigen Koffer. Wer jetzt Interesse hat, der findet dich und findet dann auch deinen Weg, sich einen Koffer nur nach Berlin schicken zu lassen. Genau, also man braucht nur Kunstkekse eingeben und dann ist da alles, das ganze Programm zu sehen. Genau, schauen Sie mal vorbei. Ich habe dich ganz leicht gefunden, indem ich einfach nur Heike Jederlein eingegeben habe. Und auch da findet man dich sofort. Und da kann man sich nämlich auch schon ein klein wenig informieren, was du alles machst. Denn es sind natürlich nicht nur die Kekse, die im Angebot sind, sondern eben auch deine Skulpturen und vieles andere. Einen Weg, glaube ich, und das finde ich ist auch dieses Schöne, man muss auch als Künstler wahrscheinlich ein bisschen offen sein und kann sich da auch gar nicht so sehr festlegen, oder? Also ich bin für viele Sachen offen, muss ich schon sagen. Also ich bin auch dankbar für jede Anregung, wo es vielleicht Möglichkeiten gibt, das auch zu zeigen noch. Und das wäre natürlich auch schön. Und wenn Sie mehr Informationen haben wollen zu Heike Jederlein, dann können Sie die natürlich bekommen. Und du hast heute auch etwas noch mitgebracht, was ich auch sehr schön finde, denn da geht es auch nochmal ums Naschen und Probieren, aber vielleicht auch ums Verschenken. Denn Sie können so einen Koffer aus Berlin nach Hause bekommen. Die Berliner süße Schätzchenkoffer. Jans Berlin, was steht da noch? Eine Wolke. Berlin ist eine Wolke. Herrlich. Und die Wolke, die schicken wir Ihnen. Aber Sie müssen natürlich wie immer eine Frage beantworten. Und heute, da wollen wir von Ihnen Folgendes wissen. Was präsentierte Heike Jederlein denn? Sind es A, die magischen Zauberstäbe oder B, die Kunstkekse? Stichwort ist H. Jederlein. Den Namen finde ich auch sehr schön. Jederlein. AstroTV, leichter Leben in 10452 Berlin. Der Einsendeschluss ist der 16.02.2016. Und Sie vergessen einfach mal nicht, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit auf die Postkarte zu schreiben, damit wir Ihnen den Koffer auch nach Hause schicken können. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich denken, was macht die Andrea hier mit der Heike? Aber ich entkabel dich, denn wir gehen rüber zu Sabine, das angerichtet. Magst du hier dieses? Und meine liebe Gabriele, komm doch auch mit rüber. Schauen wir mal, wie uns die vegane Rohkostküche heute wieder mal mundet. Ja. Ohne Knoblauch für dich. Dann werde ich doch schon mal anfangen, was aufzutun. Fang mal bei links an, bei dir, Gabriele, ja? Ganz sage Stopp. So, und ein kleines so, Stückchen. Könnt ihr mir vielleicht auch noch die Helga bringen? Und die hat jetzt auch eine Stunde lang da gesessen. Bestimmt ist die auch hungrig. So, ach, da streust du nur die Mandelsplitter dann sozusagen. Genau. Die haben hier also gar keine richtige Bedeutung. Nein, die habe ich einfach nur so mitgebracht. Und die stehen bei mir wirklich zu Hause immer so rum. Und ich nehme dann zwischendurch immer mal aber so Deko, ein paar. Die man auch verzehren kann. Auf jeden Fall. Guck ist mal, das für dich so in Ordnung? Gibt es wirklich wunderbare Momente bei Leichter Leben? Einer ist immer, wenn Sabine Salman kocht. Ja. Gefällt uns vor allem gut, ne? Müssen wir heute nicht Mittagessen gehen, sondern kriegen wir ein bisschen Rohkost. Bitte schön, einmal für dich. Und die Andrea bekommt natürlich auch noch ganz schnell was. Und die Helga kommt auch noch was. Na klar, ist doch genug da. So, und du wirst merken, das hat einen sättigenden Effekt. Und es kann natürlich eine Beilage
ebenfalls sein, ne? Also ja, natürlich. Im Sommer zum Grillen. Zum Grillen. Wer zum mag, Beispiel. Auf jeden Fall. Und noch eine schöne. Bitteschön. Man könnte auch ja, noch einen Keks dazu legen. Oder auch, man könnte auch noch ein paar Rosinen hinzugeben, ein bisschen orientalisch das machen, mit Falafelbällchen essen zum Beispiel. Natürlich, du bekommst doch auch noch etwas. Ja, da hast du ja schon drauf gefreut. Eine Stunde jetzt. Dann gebe ich dir ein bisschen mehr. Wir können aber noch ein bisschen rutschen. Die Helga ist so ein bisschen. Guck mal, ihr bin passt farblich. So, bitteschön, ja, du hast auch hart gearbeitet rot, hier. Heute dachte ich, muss ich wieder rot mal anziehen. Das kommt besser. Es ist was ganz Frisches. Es ist wieder was wirklich Außergewöhnliches. Ich finde den Geschmack auch wieder sehr, sehr schön. Also, ja? Man schmeckt eigentlich so diese kleinen Nuancen des Kohlrabis, des Apfels, der Karotte. Das ja. Habe ich gar nicht probiert, aber nichts mehr zu. Und es macht es halt ein bisschen cremig. Schaut mich an, die Frau Iasetta sagt, ja, ja, genau, genau. Mit dem Mandelmus wird es dann so ein bisschen cremig, weißt du? Das ergibt dann so diese sahnige Komponente. Ja, super. Ja, schmeckt es dir auch, das freut mich. Auch schnell gemacht, ne? Ja, und das ist halt immer so toll, weil dass man zwischendurch einfach sich mal was Vollwertiges zu essen machen kann. Das liegt bestimmt an Gabrieles leuchtender Farbe, die sie halt anhat, die Energiefarbe. Guck mal, wenn es bei mir was zu essen gibt, dann kann ich auch mal echt ein bisschen meinen Mund halten. Selten, aber es funktioniert dann. Man könnte auch noch einen Keks dazulegen. Einen Keks könnte man auch noch essen. Genau. Auch einen Keks hätte ich auch gerne. Ich habe noch gar keinen Keks von dir. Ja, also einen Keks würde ich auch gerne haben. Ich auch. Ich will auch gerne einen Keks. Danny, magst du einen Keks noch? Du bist schon satt von vorhin. Ketchup. Zum Nachtisch hier. Genau. Zum Nachtisch. Aber die Wolke. Oh, eine Wolke. Das Schnäuzchen? Wolke 7. Schnäuzchen. Bärchen. Dabei. Kann man ja auch dazu essen. Der Salat schmeckt ja auch ein bisschen süß. Mhm. Ist auch ein bisschen Agavendicksaft drin. Hier ist ja nochmal der Fernsehturm. Ja, wir haben zu Hause, schon Mittag gegessen, weil sonst sind sie sehr traurig. Adrian, magst du auch was essen? Komm mal, ja, komm mal zu. Na komm, ist doch noch genug da. Komm, komm. Komm, neues Gesicht bei Leichter Leben. Adrian, freue mich sehr, dass er bei uns ist. Ja, ich mich auch. Spruch des Tages haben wir noch, auf den gucken wir noch. Gib denen, die du liebst, Flügel, um wegzufliegen, Wurzeln, um zurückzukommen und Gründe, um zu bleiben. Ach Gott, ist der schön. Der Dalai Lama, so ein schlauer Mensch. Denken Sie drüber nach. Andrea Patitsch übernimmt jetzt, also freuen Sie sich auf die nächste Stunde mit ihr und freuen sich auf morgen wieder. Dann melden wir uns wieder um 14 Uhr. Ich freue mich in diesem Sinne. Haben Sie einen schönen Dienstag, 17 Uhr, Gabriele, nicht vergessen. Ne? Lohnt sich. Habe ich was gehustet? Oh, danke.